Ladies and Gentlemen, dieser Song ist für ein ganz bestimmtes Mädchen. Bautz, Junge! Oh, hey. Cool. So. Eine Eve-Spritze, was haben wir da? Zigaretten, ja. Rauchen ist hier auf jeden Fall gut. Finde einen Weg zurück in das Restaurant, um voranzukommen. Ja, jetzt nervt doch mal nicht so. Hier haben wir eine Leiche, da hat man nochmal so einen Pep-Riegel. Hier kommen wir wahrscheinlich gar nicht durch. Hatten wir ja noch einen Unwetter. Haben wir hier eigentlich soweit alles untersucht? Dort oben waren wir. Was bist du? Haha. Junge. Wie ein kleiner Boris Becker. Hopp, hopp. Beinarbeit ist ja auch alles bei dem Spiel. Ich versuche hier so lange wie möglich Munition zu sparen. Aus dem einfachen Grunde, die werden wir später noch brauchen. Deswegen versuche ich am Anfang möglichst allen mit der Schraubzwinge eins über den Kopf zu zimmern. Und hier auch alles mitzunehmen, was wir hier so finden. Außer die Partyhüte, die kann man nämlich leider nicht aufsetzen. Ja. Geht niemand ran. Verbandskasten nehmen wir mit. Geld nehmen wir mit. Ein Zeitungsstand. War ich das oder? Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Ja, wenn Spleiß nach hinten losgeht. So, noch eine Toilettenwand. Wir hören uns das nächste an. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. So, hier kam dann noch ein Splicer raus, ja. Oh, der hat ein Messer. Eine Machete? Ja, das Zeug kann man alles nicht aufnehmen. Ja, hier, woher diese Vision kam mit dem Geist, keine Ahnung. Wir können ja alles nochmal benutzen, und kurz auf Klo. So. Und ansonsten wurde uns gerade gesagt, dass hier offensichtlich in der Toilette sich ein... Das ist kaputt. Das ist ein Wasserschaden. Den man hier unterm Wasserspiegel echt vielleicht nicht ganz so ignorieren sollte. Ich frage mich, wie das Loch hier reingekommen ist. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Ah, ja. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, dass Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. So. Ja. Das ist also so eine kleine Little Sister und was sie da macht mit der Leiche ist wahrscheinlich das, was die mit uns machen wollte. Mal ordentlich die Gehörgänge durchspülen. Ja, die erntet das Adam, was auch immer das Adam ist, aber auf jeden Fall ist so ein Erntevorgang definitiv mal tödlich. Ja. Warum bin ich eigentlich... Achso, dort hinten konnte ich nie lang. So, ich hoffe, wir werden dann später noch erfahren, was das Adam an sich eigentlich überhaupt ist. Aber wenn die uns so wenigstens in Ruhe lassen... Alter! Jetzt kriegt hier aber jemand Bautz, Junge! Auf den Sack! Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür.
Notiz an mich selber, niemals so einem kleinen Mädchen eine reinhauen. Ja, also hier müssen wir anders vorgehen als im Real Life, wo man ja gerne mal so einem kleinen Kind einfach mal, wenn es einen nervt, so, der hat eine Pistole, da kriegt man bestimmt eine Munition raus. Drücke Escape, um dein Spiel zu speichern. Ja, ja, das macht man dann auch noch. Erstmal guck mal hier rein. Die Leiche tut sogar noch, der hat immer Munition und ein bisschen Geld. Und dann gucken wir mal, was hier sonst noch so rumliegt, was nicht so viel ist. Achso, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz mit Hinweise, die Welt von Raptor Plasmide, bla 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 bla, Eve spritzen. Hinweise, schießen, aktivieren, Plasmid verwenden. Nee, alles nie. Snacks, Waffen, Sicherheitssysteme. Ja, hier steht auch noch überhaupt nicht mal ansatzweise drin. Irgendwas, irgendein Eintrag über Adam, also über das Adam, diese Substanz, die wir ernten. Mal sehen, was da später noch rauskommt. Und hier haben wir dann nebenbei mit M, kommen wir hier in unser Menü. Hier haben wir diese Nachrichtenbänder, die wir aufgenommen haben. Die Hilfe, Ziele, Neptuns Bounty, wir sollen ja den seine Alte retten. Und hier haben wir noch eine Karte, wo wir auch herauszoomen können. Hier sind wir hergekommen, da ist Ziel. Dann setzen wir unseren Weg mal unerschrocken weiter fort. Whisky trinken wir mal jetzt. Nee, wir haben eben nur noch so wenig was. Also, so wenig Splice. Danke für den Besuch. Beschattungsunternehmen. Was für eine Werbung. So. Die Olle hat dann einfach mal ihre Knarre gezückt. Das ist ein bisschen aufpassen. Ach ja, ich habe vorhin übrigens auf der Toilette habe ich ein mit F Medipack genommen, weil wir können eh nur 9 mit uns rumtragen. Was dann dazu führt natürlich, dass wir, wenn wir ein 10. rumliegen sehen, können wir uns einfach mal so heilen und dann sagen, ja, hier, da. Achso, wir haben die Leiche und die den Wischmopp durchsuchen. So, dann, wenn man halt auf den Kopf zielt, ja. Thief's Garden. Komm bald, Serpo. So, hier haben wir scheinbar so einen kleinen Ausblick, was es sonst noch so für Plasmide gibt. Zum Kochen und so. Ja, auf. Im Ratgeber steht. Ach, verdammt, warum haben die Leichen alle nix? So, Leiche. Wir haben einen Big Daddy platt gemacht. Ob das jetzt gerade eben der war, der ja runtergerannt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Oh, der hat aber gut Kohle dabei. Und noch Eve. Wir nehmen dann immer auch mit einmal E3 alles. Also wir können uns nicht entscheiden. Ach, wir lassen irgendwas liegen. Was war mir? Und hier müsste ja dann eigentlich auch irgendwo das Ziel gewesen sein. Hier sind wir wieder bei den Toiletten. Ah, hier habe ich schon was gelassen. Bandagen. Wenn du deine Wunden mit Bandagen versorgst, erhältst du einen kleinen Gesundheitsschub. Bandagen werden in dem Moment verwendet, in dem sie aufgehoben werden. So, Bandagen benutzt, Bandagen benutzt.
und die Toilette nochmal. So. Ja, wir versuchen hier erstmal so ziemlich. Hier haben wir einen Verbandskasten. Den lassen wir aber erstmal. Waschbecken, achso, den lassen wir erstmal liegen. Ich werde gleich erläutern, warum, wieso, weshalb. Sicherheitsalarm ausgelöst. Los, kommt da runtergesprungen. Wir sind da nur durchgesprungen, da kommen noch mehr. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. It's Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat Neptune abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Worauf ich warte? Ich will erstmal hier die Leichen plündern. Da gab's Kaffee. Geld und Dings. Hier waren aber mehr, oder? Ja. Kassette durchsuchen, E-Spritze fürs Hunden. Was ist für eine Kassette? Ja, hier findet man immer wieder irgendwelches Zeug, das hier so rumliegt. Genauso wie hier die Kisten. Ne, Whisky brauchen wir jetzt gerade nicht. So ein Flammenwerfer, ja, das ist hier so eine Maschine. Selbstschussanlagen oder wie auch immer. Und die könnten wir dann rein theoretisch auch später noch hacken. Da können wir jetzt erstmal nie hin. Weil Flammenwerfer, das ist dann doch zu heiß. Ja gut, und jetzt können wir dann doch hier F und benutzen den dann. Gut, das ging ganz. Ging um einiges besser, als ich erwartet hätte. Ja. So, jetzt gehen wir weiter. Weiter. So, und offensichtlich ist dieser Ryan nie so besonders erfreut darüber, dass ich hier unten rumstromere. Sonst hätte er mir dieses Splicer ja offensichtlich nie auf den Hals gehetzt. Wenn ich es gerade richtig verstanden habe. Kam das ja von denen. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Hopp, 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 hopp. Kommt schon. Also, mein Freund, erzähl mal, für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Let's Player Community. Ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Muss ich nie unbedingt wiedersehen. Also ich sehe drei, aber es sieht so aus, wie als ob das sonst wie viel wäre. Kommt da noch mehr? Mach, dass du da rauskommst. Schnell hier. Tschüssi. Und ich sag mal, winke, winke. So, zum Medical Pavilion. So, weiter geht's. Ja. Ziel immer auf den Kopf, so fügst du mehr Schaden zu. Ja. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Das du ist. Den Notzugang. Mach schon. Ja, der geht das vielleicht ein bisschen höflicher. So, jetzt haben wir Andrew Ryan kennengelernt. Also aus irgendeinem Grund kann der uns auch nie leiden. Obwohl ich der Meinung bin, wir haben dir noch gar nichts getan. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Abgöttisch lieb. Hier kann ich euch mal kurz zeigen. Defekter Sicherheitsbock. Bock. Bot. Meine Güte. Und jetzt mit V können wir den hacken. Das ist total geil.